Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, ganz ohne Blümchen geht es nicht, deswegen habe ich mal wieder ein paar Stück gesammelt, gerade eine Runde, und jetzt machen wir hier weiter im Refugium des Erdenbaums. Wir wollen uns den legendären Speer von wem auch immer holen, von irgendeinem Drachen. Lansi Dudax, Platzi Dudax, Lansax, wie auch immer. Oh, schönes Wetter, schönes Licht. Lansax, glaube ich, oder? Hieß das der Drache? Der mit den Blitzen da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste das hier runter sein, dann auf so einen Balkon da irgendwo drauf springen oder sowas. Keine Ahnung. Hatte ich es schon mal jemals so hell hier? Ist auf jeden Fall schön gerade. Gefällt mir sehr gut. Ist das der richtige Weg, den ich gerade gehe? Keine Ahnung. Ich glaube, ihr habt es mir an der Stelle geschrieben. Vielen Dank nochmal für die Hinweise. Also machen wir das jetzt auch mal und holen uns das Ding. Ich hoffe, mir gelingt das. Wenn ich da richtig informiert bin, ist das Ganze noch ein bisschen glitchy. Also man kann irgendwie runterglitschen und so weiter und so fort. Und dann machen wir... da ist schon mal ein Speer. Auf dem Drachen war ich ja schon drauf von der anderen Seite oder so. Von irgendwoher kam ich mal auf den Drachen drauf, oder? Keine Ahnung. Und hier haben wir diese bekannte Statue. Da müssen wir noch was machen. So. Waren hier nicht Gegner? Ah ja, genau. Du da. Stimmt, da fällt mir ein, ich wollte noch was testen. Das machen wir demnächst mal, nicht jetzt. Und zwar hatte ich ja irgendwann auch mal so einen Talisman gefunden, der uns angeblich relativ unsichtbar macht oder sowas. Den möchte ich gern mal wieder testen. Ich glaube, hier war das auch irgendwo. Hier war dann eine Nachricht irgendwie, Achtung, hier Waffe oder so. Ich glaube, wenn man dann hier hochklettert... Ach, da liegt's doch, da sieht man es schon. Ah, das kann man schon sehen. Die Frage ist nur, ob das Runterspringen hier richtig ist. Wahrscheinlich auf diesen Balkon hier, oder? Habe ich was zu verlieren? Nö, oder? Machen wir mal den da. Hallo, den da? Genau. Liegt da sonst noch was rum? Nein. So, und jetzt können wir da wahrscheinlich hochspazieren. Okay, nice. Und das scheint wohl eine legendäre Waffe zu sein hier. Oh, ist schon ekelhaft. Okay. Blitz von Gransax. Okay, nee, ich habe was ganz anderes erwartet. Was ist das denn? Also ein anderer Name auch. Speer, Stich, Drachen, Blitzspeer. Ja, Blitzspeer, alles klar. Ein Speer... geschnitzt aus der Waffe von Gransax, eine der legendären Waffen, ein uralter Drache Gransax, der einst die königliche Hauptstadt verwüstet hat. Aha. Echt? Dies war das einzige Mal, dass die Mauern von Laendel fielen und zugleich der Funke, der den Krieg gegen die uralten Drachen entfachte. Einzigartiges Talent Drachenblitzspeer. Er füllt die Waffe mit den roten Blitzen der uralten Drachen und schleudert sie dann wie ein Speer. Durch Aufladen erhöht sich die Macht. Oder erhöht sich ihre Macht. Ich kann die nicht tragen. Geschicklichkeit 40. Okay, alles klar. Und irgendwas hat mich weggeballert. Was geht denn jetzt ab? Oh, hallo. Nee. Moment, kann ich hier irgendwo... Jo. Ganz locker bleiben. Kann ich hier irgendwo Helfer rufen? Das möchte ich mal ganz gerne... Jo, jetzt kommen ein paar Leute. Und da unten war da auch noch so ein dicker Gegner, oder? Jetzt holen wir so uns alle. Ist der respawned, der Tiger da? Tiger-Löwe-Ding? Nee. Du machst aber jetzt mal nicht mit. Alles klar, dankeschön. So. Leider kann ich hier keine Begleiter rufen. Hätte ich jetzt gern mal gemacht. Ich würde gern was testen. Hallo, ich... Stacker. Hallo? Spiel! Was ist denn das jetzt? Ich hänge in der Bank fest. Einer der ganz seltenen Bugs des Games, oder? Das sehen wir selten, sowas. Ja, Damage ist auf jeden Fall nice von Großsterne. So, was ist denn mit dir jetzt? Ich wollte da ganz gemütlich den Drachen da, den... Blitzspeer da looten und dann machst du so einen Scheiß. Ja, ich glaube, so hell bin ich hier noch nie durchgelaufen. Apropos hell, das war auch noch ein Tipp von euch. Von wegen, ich soll die Gegner doch bei Nacht angreifen und so, weil... Auchi, auchi. Alter, hallo. Weil dann hat man mal welche dabei, die irgendwie... Was geht denn jetzt ab, Mann? Ich bin irgendwie noch nicht so drin im Game. Na, jetzt will er nochmal Blitze ballern. Kann er machen. Haha, aber nicht mit Dodge, Mann. Monty. So. Hallo. Nee, oh Gott. Und zwar, das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Das ist mir nie im Spiel aufgefallen. Ich habe immer gedacht, dass das eigentlich keine Rolle spielt, dass diese
Krieger mit den roten, goldenen Augen, wie auch immer, dass die immer kommen können. Aber bei Nacht ist tatsächlich die Quote anders. Wenn man das zum Beispiel am Farmspot nutzt. War das der Speermann? Echt? Ja, da hat man öfter mal welche drunter, die dann solche... Schmiedestein 4, die dann halt solche Augen haben, die dann mehr XP geben. Ich glaube, die machen auch mehr Damage oder sowas. Keine Ahnung. Ja, und anscheinend bin ich damals an dem Speer hier vorbeigefallen. Wenn man es genau weiß und hinguckt, dann kann man das schon erkennen. Ups, euch habe ich übersehen. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt an anderer Stelle wieder unten in der Kanalisation weiter, oder? Ist das jetzt alles Quatsch? Ich glaube, mein Bild stimmt auch absolut nicht mehr, oder? Kann das sein? So. Also hier generell in der Stadt möchte ich mich noch einmal in einem Run ein bisschen umgucken. Ich denke, jetzt haben wir vieles gesehen. Die legendäre Waffe, auch vielen Dank da an euch. Ich denke, da habt ihr mir natürlich auch gesagt, was ich jetzt... Also das Wichtige, was ich praktisch übersehen habe. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Wir hätten noch... Gut, ich hätte noch die Möglichkeit, diesen einen Fahrstuhl noch zu benutzen. Es wäre eigentlich sogar fast sinnvoll, das mal kurz zu machen, weil... ich nicht genau weiß, wie der mit der Kanalisation zusammenhängt. Das könnten wir auch vorziehen, dann wäre das aus meinem Kopf draußen. Auch wenn ich da jetzt wirklich wieder ein bisschen rumrenne und vieles durcheinander mache, gebe ich zu. Aber ist ja egal. XP und Lootglück, kann nie schaden. Ich muss mir nur gleich mein Bild mal angucken, was für ein Bild ich da drin habe. Weil jetzt haben wir echt ein gutes Lootglück. Vielleicht finden wir ab und zu mal was Schönes. Ah, sowas zum Beispiel, wunderschön. Ungefähr hierhin wollte ich auch. Da irgendwo ging doch der Weg weiter, genau, nach rechts. Da unten, das sieht gut aus. So, was habe ich denn für eine Ausrüstung hier am Start? Erdenbaum, körperlichen Schaden, mehr Runen, LP. Oh ne, das ist ein gutes Bild, würde ich sagen. Dann machen wir das so. Also solide, sagen wir es mal so. Ach, war ein Blutfleck. So, ich glaube, da hinten irgendwo war ein Aufzug, oder? Ich hätte ihn natürlich auch jetzt off-Kamera suchen können. Ah ne, das sieht gut aus. Ist das so? Keine Ahnung. Warum ist da ein Leuchtfeuer? Boah, ey, ich weiß es nicht mehr. War das wirklich hier? Ah, die Stelle. Ach Gott. Ja, da, doch, da unten irgendwo. Da war der Kampf irgendwie. Genau, hier. Mit dem Superdude. Da gehen wir auch hin. Da springe ich jetzt runter. Ich mache den noch gerade weg. Ah, das mit dem Unsichtbar machen wollten wir noch testen. Generell kann man sich halt hier von den Rittern halt ganz gut, denke ich mal, die Schilde droppen. Wobei ich echt sagen muss, dass meine Drop-Chancen generell echt super mies geworden sind, ne? Also hatte ich mal mehr Glück, was Drop-Chancen und so angeht. Warum hört ihr mich nicht? Hallo? Jetzt ballert mir gleich jemand in den Rücken. Das macht super viel Spaß. Liegt da unten was? Da haben wir das Loot-Glück wieder. Da ist es. Aber das war mal höher irgendwie. Ritter-Großschwert. War ich da unten mal? Wir gehen mal hier runter. Ah, das ist sogar, glaube ich, die Stelle mit dem Aufzug, oder? Oder? Wo die ganzen Viecher da ankamen, die mich dann attackieren wollten. Wo ich, glaube ich, sogar dann meinen Moogs-Speer da genutzt habe und so. Na? Die Musik ist sehr beklemmend hier. Was geht denn ab? Hier sind auch irgendwelche Nachrichten und warum... Wertvolles Objekt voraus. Echt? Ah, da bin ich doch rein, oder? Dem Brunnen. Da sind wir rein, ne? Das ist der Eingang zur Kanalisation, oder? Das ist nicht das, was ich meine, glaube ich. Ne, hier geht es dann in die Kanalisation. Das wurde mir dann auch geschrieben. Ja, bist du über den Brunnen rein oder so? Das wird dann hier gewesen sein, ne? Bin ich hier rein wirklich? Will ich gleich wieder komplett hochlaufen? Ne, ne? Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich bin zu viel da hin und her gelaufen. Dass ich doch ein bisschen was vergessen habe. Aber das werde ich gleich wieder orientierungstechnisch drauf haben. Ja, das sieht schwer danach aus, dass wir hier schon waren. Ja, und da vorne ist jetzt das Leuchtfeuer, oder? Da geht es jetzt rein zu unserem... Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Die Ratten und so. Ja, da klingelt's. Bin ich so in die Kanalisation hier unten gekommen? Echt jetzt? Und hier war doch irgendwo noch so ein blöder, beschissener Aufzug. Ich kann mir das doch nicht eingebildet haben. Kein Mensch kennt den Aufzug, wenn ich mit denen drüber rede. So, komm, dann gehen wir mal hoch und suchen uns diesen Aufzug da raus. La, la, la. Aber wir sind gut im Game. Jo, Arkanenergie. Jetzt wollte ich fast schon sagen, so langsam spürt man es. Also so ein bisschen spürt man es ja schon. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, also diese Erkundung halt...
Aber generell ist es verskillt, das ist klar. Also Offcam würde ich definitiv so nicht spielen. Also würde ich das nicht aufnehmen. Dann hätte ich mich überlevelt und würde hier rentnermäßig abgehen. Mit super viel Stärke, super viel Leben, super viel Kondition. Ich glaube, das wären so meine Dinge, was ich machen würde. So voll tanky halt. So, weil es sich echt anbietet. Da hinten, war das da hinten irgendwo? Ich habe in Erinnerung, das war irgendwo rechts oder sowas. War das gar nicht hier? Bin ich hier völlig falsch auf der falschen Seite? Das kann gut sein. Ich spring mal hier weiter. Es war nach dem Kampf mit dem Dude. Falle voraus. Oh, da unten liegt noch was rum. Was geht denn da ab? Gut, Falle voraus ist ein Hinweis, ne? Wo war denn der Kampf mit dem Dude? Wo bin ich hier überhaupt? Ich hab's gewusst. Erbärmliche Person voraus. Ist hier irgendwann Patches oder was? Tränen versuchen. Also hier war ich anscheinend auch noch nicht. Was habe ich gesagt? Wir machen die Stadt später mal. Wir machen Kanalisation weiter. Gehe ich strukturiert vor? Irgendwie nicht, ne? Was ist das da unten? Oh. Oh. Warum? Ach so, das ist so ein Flammendude, ne? Und da kann man dann auch wieder hochklettern. Okay, Flammendude, stirb. Ich will da oben drauf jumpen. Hallo. Spiel. So, jetzt aber. Kriegst du hin, oder? Genau, sehr schön. Ohne irgendwo runterzufallen oder so. Sehr geil. Der schießt ja jetzt nicht hier hoch. So war der Plan nicht. Du sollst runterballern. Hallo. Dort hinten dran kann ich tatsächlich rein oder was? Wohl nicht, oder? Ah doch. Oder? Nee, ist eine ganz andere Höhe. Erdenstahl-Dolch findet man hier nochmal? Nochmal? Den habe ich doch schon mal irgendwo gefunden. Der ist ja. Stimmt, es wurde immer auch jetzt nicht angezeigt, dass der irgendwie neu wäre. Aber der konnte auch was. Irgendwas Spezielles hatte der. Hatte der nicht auch Blut drauf oder sowas? Nö. Was? Angriffskraft steigert den Glauben? Was? Ein Erdenstahldolch mit eingravierten Graswappen, die bevorzugte Selbstverteidigungswaffe der königlichen Familie des Erdenbaums in Friedenszeiten. Zwar ein Meisterstück der Handwerkskunst, jedoch äußerst schwer zu führen. Angriffskraft steigt mit Glauben. Achso, steigt mit Glauben. Okay. Vielleicht ein sehr guter Dolch, wenn man ihn aufwertet. Keine Ahnung. Wie komme ich jetzt hier an der Stelle normalerweise raus? Ich wollte eigentlich was anderes suchen. Hier sieht auch dann doch vieles gleich aus. Hab ich das nicht irgendwann mal gelobt und habe gesagt, ja, ich komme hier super klar. Jetzt laufe ich doch wieder eine Folge doof da rum und finde einen blöden, bescheuerten kleinen Aufzug nicht. Gut, wir haben die legendäre Waffe gefunden, ne? Ah, hier hätte ich komplett runterklettern können. Jetzt komme ich so auf die andere Seite, wo wahrscheinlich irgendwo, vielleicht, maybe, dieser Bossfight ist. Von dem ich die ganze Zeit spreche. Da bin ich mal hochgeklettert, ne? Hier den Flügel hoch. Da bin ich mal hoch, aber da wollte ich jetzt gar nicht hin. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Ah, da ist der Dude. Konntest mich unmöglich hören. Ah, stimmt, es war auf der anderen Seite. Ich erinnere mich da. Das hier war der Bogenschütze. Ich bin hier rechts gelaufen und habe dann gesagt, da will ich eigentlich runterjumpen. Also war ich einfach nur auf der falschen Seite. Genau. Hier ist der Bossfight, Dude. Hier kommt der Bossfight. Da, diese Seite habe ich mir mal angeguckt. Dann bin ich hier rüber, bin irgendwelche Treppen oder eine Brücke drüber gelaufen. Genau hier die Stelle. Dann kamen irgendwelche solche Kleinviecher noch in nerviger Form. Und dann war links irgendwo, gut, da ist auch noch was. Das schauen wir uns vielleicht auch noch an. Oder spätestens dann, wenn ich hier nochmal durchrenne. Und hier rechts war, glaube ich, irgendwo ein Aufzug. Dunkelheit, Dunkelheit. Ah, ne, noch was anderes. Warum liegen hier wieder Items rum? Ich war doch auch hier. Ich kann mich erinnern, da habe ich doch noch gesagt, ja, das ist eine Falle. Machen wir zuerst den anderen weg. Oder die haben auch das hier reused. Wirkt gerade so irgendwie. Als ob das auch reused wäre. Oder auf der anderen Seite ähnlich aufgebaut ist oder so. Keine Ahnung, Alter. Vielleicht bin ich auch echt vollkommen durchgedreht und bilde mir ein, dass ich Dinge gemacht habe, die ich nie gemacht habe. Habt ihr das gesehen, wie krass ich den Angriff gedodged habe mit voller Absicht? Krass, oder?
Irgendwo hier war so eine Kammer. Es ist natürlich dunkel geworden, das ist bitter. Bist du da hinten die Kammer, die ich meine? Nee, oder? Das ist nochmal was anderes, das da hinten. Nehme ich an. Nee, hier sind wir, glaube ich, dann weitergelaufen oder sowas. Sorry, Leute. Ja, genau. Und dann sind wir oben rausgekommen. Genau, dort, wo es dann weiterging oder sowas. Da haben wir noch was hier unten drin gefunden. Ich erinnere mich, so dunkel. Alles klar. Ne, ich muss mal kurz weg. Sorry. Komm her. Wenigstens einen machen wir weg. Ja, das war da oben irgendwo. Das muss hier gewesen sein. Ich kann... Nee, das... Ich glaub's gerade nicht. Egal. Ja, genau, da waren noch die Viecher, die immer zugegriffen haben. Das war hier irgendwo. Hier rechts. Das war irgendwo rechts. Ich weiß es einfach. Ich weiß es, dass es irgendwo rechts war. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mir das nicht eingebildet. Bin ich jetzt komplett durchgedreht? Ich glaub's gerade gar nicht. Das da oben, oder? Das ist es. War das so ein offizieller Eingang? Also so krass. Hervorstechend. Weiß ich nicht. Doch, war's. Tatsächlich. Alles klar. Das hier war das. Und das Ding ist runtergefahren. Da habe ich gesagt, Kanalisation machen wir später. Das Ding fährt hoch. Oh fuck, Alter. Ich bin komplett durcheinander. Oh fuck. Was mache ich denn da? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wahrscheinlich bin ich auf irgendeinem ganz normalen Pfad gelandet. Oder ist das sogar... Och, keine Ahnung. Ich bin komplett durcheinander. War ich hier mal? Jetzt habe ich echt komplett die Orientierung verloren. Hier war ich ja sicherlich schon. Bin ich denn? Keine Ahnung, ey. Ich sag mal, das war der Aufzug. Ich dachte eigentlich, der führt runter. Das ist ja enttäuschend. Okay, dann sind wir einfach hier vorne gelandet. Habe ich hier mal reingeschaut? Warum habe ich das übersehen? Hm. Habe ich es überhaupt übersehen? Und bin komplett durcheinander jetzt? Möglicherweise, ne? Vielleicht war dort unten doch noch ein Aufzug und, der wirklich runtergeführt hat und ich bin jetzt nur in die Irre geführt worden. Ich traue mir gerade alles zu, Alter. Wow. Und das hier, was ist das hier überhaupt? Was ist das? Was mache ich hier? Hier drin war ich aber noch nicht, oder? Guten Tag. Ja, der bewacht auch was. Ist das so ein... Unerwartet, das schwacher Feind. Jo, ist wirklich unerwartet. Ups. Hallo, du sollst... Und backstep das Ding einfach nicht. Ach so, genau, weil er keinen Bossleister hat, oder was? Ja, warum? Schmelztiegel, Idiot. Genau, ich wollte dich eigentlich stackern. Du müsstest irgendwann mal gestackert sein. Nö, interessiert den nicht. Jetzt aber, oder? Ja. Tschüss. Gib mir mal irgendwas Schönes von dir. Ich lasse es jetzt mal so durchgehen. Ich sag mal, das war jetzt die Stelle. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ey. 4600 Runen. Jo, schwacher Feind. Erdenbaum am Start. Heldenrune. Traumhaft. Noch eine goldene Rune. Wo auch immer das jetzt hier hinführt. Ich schaue mir das eh nochmal an. Sollte ich da was übersehen haben? Machen wir das irgendwann noch. Hier fährt es auch runter. Hoch oder runter. Kann sein, dass das jetzt irgendwo hinführt, wo wir eigentlich schon längst hätten sein müssen. Was ich echt glaube, dass wir jetzt irgendwo gleich rauskommen, wo ich sage, ach, jetzt sind wir hier und jetzt geht's... Ja, genau. Ich weiß schon, wo. Das ist, glaube ich, vom Boss der Raum, wo wir irgendwie so eine... Ja, genau. Jetzt hier hoch, ne? Da ging's hoch zum Boss, glaube ich, oder? Zu diesem Schlafgemach-Dingens. War das nicht so? Was? Wo bin ich hier? Oder sowas in der Art. Und dann ging's weiter zum Schlafgemach oder so, ne? Wenn ich hier weitergelaufen bin. So irgendwie war das? Ah ne, wir sind am Anfang. Alter, was? Stimmt, wir sind am Anfang. Das ist die Tür am Anfang. Okay.
Aber was bei mir ja nicht am Anfang war, um mich zu verteidigen, stimmt, ich bin später hier dann mal angekommen. Ich bin ja so nie in die Stadt hier reingekommen. Okay. Alles klar. Also ist für euch der Anfang, für mich der Schluss. Alter, wo die dicken Schneemänner kamen und so ein Kram. Gehen wir noch hin, vielleicht habe ich Glück und krieg irgendeinen schönen Loot. Hier kann ich anscheinend rechts runterspringen. Oder auch nicht. Tut es. Ich mach gleich hau ich mir mal einen fetten Kaffee rein, hab voll Bock. Wieder 69.000 Runen, wunderbar. So, wir hauen hier alles weg. Ein Träumchen. Das hier war der Beam-Schneemann, den kennen wir auch noch. Und dann geht's runter in die Kanalisation. Da habe ich auch einen kleinen Tipp von euch bekommen. Mal gucken, ob ich den jetzt überhaupt usen möchte, sozusagen. Oder ob ich selbst checke. Was geht mit dem ab jetzt? Lass doch mal was Schönes fallen. So, und dann halt das da. Ja gut, das kennen wir alles schon. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge in der Kanalisation weiter. Wie gesagt, Stadt, auch diese Innenbereiche, auch das, was hier auf dem Dach rumglitzert oder hier in den Innenhöfen. Das schauen wir uns irgendwann alles noch. Da ist er wieder, der Beam-Schneemann. Habt ihr das gesehen? Die beamen. Was geht denn mit denen ab? Die Glitch-Beam-Schneemänner. Ich freue mich schon auf den nächsten Boss. Vorm nächsten Boss werde ich auf jeden Fall, egal welcher der nächste Boss sein wird, werde ich diese Blutasche, also Mooks große Rune nutzen und dann so rum. Mooks große Rune nutzen und dann irgendeine schöne Asche nutzen, wo Blut drauf ist oder wo Blut schön drauf ist. Oder ich werde es bei irgendwelchen Gegnern hier auch nutzen. Ich bin gerade darauf gekommen, weil Runenbögen, müsste ich auch mal einige noch farmen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit irgendwann mal. Bei diesen Ratten oder sowas und mit dieser hohen Arkanenergie, wo wir ja sozusagen passiv drauf geskillt haben aufgrund Let's Play. Dieser hohen Entdeckungsrate, vielleicht habe ich da dann ein bisschen Glück und kann das wenigstens ein bisschen zu meinem Vorteil nutzen. Das war ja ursprünglich auch mal der Plan. Naja, egal, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ich freue mich tierisch drauf, wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.